Hallo, herzlich willkommen zu InsideYola. Mein Name ist Lars Mattil, ich bin unser vierter Geschäftsleiter. Heute vor genau 100 Jahren, am 8. November 1923, fand ein Separatistenüberfall auf unsere Stadt Lambrecht in der Pfalz statt. Da sich die Bevölkerung zur Wehr setzte, wurden zahlreiche Menschen auf Seiten der Angreifer und der Angegriffenen verletzt und getötet. Damals existierte unsere Firma Jola Spezialschalter noch nicht, wohl aber das Vorgängerunternehmen, die Volltuchfabrik Gebrüder Haas. Sie und mehrere weitere Tuchfabriken prägten das Ortsbild und hatten erheblichen Einfluss auf die kleine Industriestadt. In diesem Beitrag wollen wir nicht den vergeblichen Versuch unternehmen, die ausführlichen Berichte wiederzugeben, die Zeitzeugen und dann auch forschende Historiker und andere Autoren verfasst haben. Es geht uns vielmehr darum, an diesen schwarzen Tag in der Geschichte zu erinnern, in der Hoffnung, dass wir daraus lernen und dass sich so etwas nicht wiederholt. Und außerdem halten wir damit ein Versprechen ein, das unsere Tuchfabrik vor langer, langer Zeit einem ehemaligen Mitarbeiter gegeben hat. Aber kommen Sie doch erst einmal herein. Unter Separatismus versteht man das Bestreben nach Loslösung oder Abspaltung eines bestimmten Gebietes aus einem Staat. In Deutschland bezieht es sich vor allem auf Bestrebungen nach dem Ersten Weltkrieg, die Rheinlande vom Deutschen Reich abzuspalten. Denn mit der Niederlage von 1918 schlug die nationale Euphorie in Enttäuschung und auch in Verbitterung um. Diese Bestrebungen wurden von der französischen Besatzung unterstützt. Separatisten, auch Sonderbündler genannt, bildeten im Herbst 1923 eine vorläufige Regierung der Rheinischen Republik und eine autonome Regierung der Pfälzischen Republik. Da der Widerstand der Pfälzer zunächst planlos war und sich in spontanen Einzelaktionen erschöpfte, gelang es den bewaffneten Banden, mehrere Pfälzer Städte schnell zu erobern, indem sie wichtige Verwaltungsgebäude besetzten. Als schließlich ein Wagen mit Separatisten auf der Fahrt von Kaiserslautern nach Neustadt in Lambrecht aufgehalten und die Windschutzscheibe eingeschlagen wurde, traf am Folgetag ein Kommando zur Strafexpedition in Lambrecht ein. Im vorletzten Zunftbuch der Lambrechter Tuchmacherzunft schreibt Nikolaus Haas, einer der Gesellschafter von Gebrüder Haas und 1922-23 amtierender Zunftmeister, in seinem Jahresbericht rückblickend Folgendes. Ein trauriges Kapitel der pfälzischen Geschichte spielte sich zur Zeit der Niederschrift dieses Berichts ab. Es ist die sogenannte separatistische Bewegung. In Wirklichkeit sind es zum größten Teil bezahlte Elemente, die die Not des Vaterlandes benützen und die Regierungsgewalt sich anmaßen. Auch nach Lambrecht kam ein Auto mit solch bewaffneten Horden, die blindlings auf friedliche Einwohner schossen und so den Tod von drei Bürgern herbeiführten. Dem tapferen Widerstand der Lambrechter ist es gelungen, die Separatisten mit großen Verlusten hier auszuschlagen. Man spricht von 8 Toten und mehreren Verwundeten auf der separatistischen Seite. Im Augenblick ist Lambrecht nur noch die einzige Stadt, die noch nicht von den Separatisten besetzt ist. Kurz nach dem Widerstand der Lambrechter folgten andere Orte dem Beispiel. Und der Separatismus zerbrach am entschiedenen Widerstand der Bevölkerung. Im Januar 1924 wurde der Anführer in Speyer erschossen. Im Februar fand die Bewegung beim Brand des Pirmasenser Bezirksamts ihr blutiges Ende mit vielen Toten auf beiden Seiten. Nach dem Abzug der Angreifer am 8. November 1923 blieben
deren abgefeuerte Kugeln in manchen Lambrechter Häusern als Andenken stecken. Die beiden Einschusslöcher, von denen ich in späteren Zeitungsberichten las, sind scheinbar nicht bis heute erhalten geblieben. Sie wurden im Laufe der Jahre offenbar bei Renovierungen entfernt. Aber mindestens eines ist erhalten geblieben und mir seit meiner frühen Kindheit wohlbekannt. Blenden wir nun also einmal quer über den Flur zu einer Person, die zwar 1923 noch nicht dabei war, aber von jemandem, der dabei war, aus erster Hand von den Geschehnissen erzählt bekam. Wir befinden uns hier im Geschäftsleitungsbüro der ehemaligen Tuchfabrik Brüder Haas. Geschäftsleiter damals war Albert Haas, der Sohn des Gründers Adam Haas. Dies ist mein Vater Karl Mattil. Er war der Neffe von Albert Haas, sollte seinen Onkel bei der Arbeit unterstützen und sollte danach sein Nachfolger werden. Mein Vater war damals gerade von seiner textilen Ausbildung zurückgekommen. Zu den Ereignissen an jenem Tage berichtete mir mein Vater Folgendes. Beide Herren arbeiteten im Büro, als sie Lärm auf der Straße hörten. Die Separatisten zogen aus Richtung Neustadt kommend in Richtung Kaiserslautern durch Lambrecht. Es waren auch schon Schüsse gefallen. Beide Herren gingen ans Fenster und schauten hinaus, was denn da vor sich ging. Da fiel plötzlich ein Schuss. Beide Herren fielen sofort zu Boden, um sich zu schützen. Und jeder hatte Angst, der andere sei tödlich getroffen worden. Gott sei Dank war das nicht der Fall. Den Zeugen dieses Ereignisses hat mir mein Vater später ein paar Mal gezeigt und erläutert. Es ist dieser Einschuss des Schusses, den die Separatisten abgegeben hatten, und dieser Einschuss, da steckt die Kugel noch in der Tür. Der Schuss kam also nicht durch die Tür. Die Kugel ist stecken geblieben. Leider hatten am 8. November 1923 nicht alle das Glück, den Kugeln zu entrinnen. Mehrere Lambrechter wurden verletzt, drei starben. Auf Seiten der Angreifer gab es auch viele Verletzte, deren Zahl von Quelle zu Quelle variiert. Um eine Vorstellung davon zu vermitteln, was sich damals hier abspielte, lese ich aus dem Augenzeugenbericht des Lehrers Philipp Karch, damals des dritten Bürgermeisters von Lambrecht. Er beschreibt die finale Schlacht zwischen der Heimwehr und den Separatisten, die sich genau hier neben unserem Betriebsgelände abgespielt hat. Sie begann an der westlichen Kaiserstraße, heute Hauptstraße, ging dann entlang der Sedanstraße, der heutigen Walter-Rathenau-Straße, hier neben dem alten Schlachthaus, das in den 50er Jahren zur Tuchfabrik Gebrüder Haas baulich hinzugefügt wurde, über den Speyerbach und den Treppenweg hinauf in Richtung Kleiner Weg. Philipp Karch schreibt: Im vergeblichen Bemühen, die steile Höhe anzurennen, fiel Mann um Mann. Man sah, wie der feindliche Trupp Tote und Verwundete hinter der Schlachthausmauer barg, wie er hinter der Wirtschaft Bammesberger Verbände anlegte, Blutlachen färbten die Straßen rot. Da sah die Horde ein, dass sie hier auf Granit gebissen hat. Mit Pfeifensignalen sammelten sie ihre Leute, die von unseren Stoßtrupps gestellt, überall verstreut kämpften und nicht vorankommen konnten. Das Gefecht stand
und für uns war die Möglichkeit gegeben, auf den Gegner vorzustoßen. Seine Führer erkannten die Gefahr und gaben überall Befehl zum Rückzug. Man sah, wie sie Tote und Verwundete verluden, hörte die letzten Schüsse in den toten, menschenleeren Straßen widerhallen. Da schlug mit vollem Klang die Glocke 5-mal vom Turme und weckte die kämpfenden Menschen aus dem Rausche der Gewalt zur Stunde der Besinnung. 3 Tage später, am Sonntag, den 11. November, wurden die 3 Opfer auf Kosten der Stadtkasse auf dem Lambrechter Friedhof in einem Ehrengrab links vorm Aufgang zur Leichenhalle beerdigt, das allerdings in den 1970er Jahren aufgelöst wurde. Nur das Grabdenkmal, ein Findlingstein mit eingelassener Bronzeplatte, ist bis heute erhalten geblieben. Er wurde versetzt und befindet sich heute oben am Ehrenmal der Gefallenen beider Weltkriege. Die Grabrede hielt der protestantische Pfarrer Karl August Theodor Alexander, auszugsweise zitiert von seinem heutigen Amtsnachfolger Martin Groß. Ich lese aus der Grabrede des Pfarrers Alexander, wie sie in der damaligen Ausgabe der Talpost veröffentlicht wurde. Das Grab in der Mitte birgt die irdische Hülle des Herrn Wilhelm Elsässer, eines Mannes von 72 Jahren. Zu Beerfelden in Hessen geboren, kam der Entschlafene Anfang der 80er Jahre hierher und arbeitete als Weber fast ununterbrochen bei einer hiesigen Firma bis an sein Ende. Schon manchem seiner Lieben hatte er nachsehen müssen in das Grab. Im Jahr 1903 wurde ihm die Gattin entrissen. Der Weltkrieg raubte ihm einen Sohn und Schwiegersohn, ersteren auf dem westlichen, letzteren auf dem östlichen Kriegsschauplatze. Der Entschlafene hätte wohl nie gedacht, dass ihn an dem gleichen Tage, am 8. November, dasselbe Schicksal in der Heimat treffen würde, als 9 Jahre zuvor seinen Sohn draußen im Felde in der Schlacht bei Mörchingen im Jahre 1914. In das andere Grab zu meiner Rechten haben wir eingebettet Herrn Werkmeister Friedrich Macht, der im Alter von 44 Jahren den seinen entrissen wurde. Zu Krimitschau in Sachsen geboren, kam er vor 17 Jahren hierher in unsere Stadt und war als Webmeister die ganze Zeit tätig bei einer und derselben Firma. Er war bekannt als ein hervorragender, liebenswürdiger Mensch, als ein Mann von vorbildlicher Treue gegen Arbeiter und Vorgesetzte. Am letzten Tage des Jahres 1914 verehelichte er sich, um 2 Tage darauf hinauszuziehen ins Feld. Als Sanitäter arbeitete er auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen in Russland, Rumänien, auf der Insel Krim und im Kaukasus. Von hier aus wurde er nach der Heimat eingeschifft, aber unterwegs lange Zeit hindurch mit der Truppe Mackensen in Ungarn festgehalten, so dass er erst sehr spät hierher zurückkehrte. Der, den die Kugel im Feld verschonte, fiel vom feindlichen Geschosse durchbohrt, als er über den Fabrikhof sich zu seiner Familie begeben wollte. Ein Bauchschuss von der linken zur rechten Seite hatte ihn tödlich getroffen. Wohl wurde er noch zur Operation nach Neustadt verbracht, starb aber noch am gleichen Abend an den erlittenen Verletzungen. Auch durch einen Bauchschuss, der in den Rücken eindrang und vorne wieder heraustrat, zu Tode verwundet, wurde das dritte Opfer, um das wir hier trauern. Herrn Heinrich Seelinger, ein Familienvater von 49 Jahren. Nach beendeter Schulzeit trat er in eine hiesige Fabrik ein und arbeitete daselbst ununterbrochen bis an sein Ende. Auf dem Weg nach Hause traf ihn, den von den Bewaffneten Fliehenden, das tödliche Geschoss in der unteren Marktstraße. Noch schleppte er sich einige Häuser weiter, um dann kraftlos zusammenzubrechen, ohne seine Wohnung erreicht zu haben, in der er später durch die hiesige Sanitätskolonne verbracht wurde,
die bei diesem traurigen Anlass so Hervorragendes geleistet, der auch hier für ihre Wirksamkeit herzlichster Dank ausgesprochen werden soll. Auch er wurde nach Neustadt zur Operation transportiert, aber auch hier war menschliche Hilfe vergebens. Am Abend des darauffolgenden Tages hauchte er seine Seele aus. Eine Witwe, die seit einiger Zeit leidend ist, mit 4 Kindern, von denen das jüngste noch nicht ganz 8 Jahre alt ist, beklagen den Tod ihres treuen Ernährers und Versorgers. 3 Opfer wurden rücklings durch die mörderische Kugel zu Tode getroffen. 3 Männer, die zu den ruhigsten und arbeitsamsten unserer Stadt gehörten. Auch sie sind wie Helden gefallen und wie Streitbare umgekommen. Um diese Gefallenen trauert nicht nur ihre nächsten Angehörigen, nein, die ganze hiesige Bevölkerung, die fühlet mit, liebe Leidtragende, ihren schweren Verlust, der sie betroffen. Wir verstehen ihre Klagen und ihre Tränen, da es plötzlich geheißen, es ist bestimmt in Gottes Rat, dass man vom Liebsten, was man hat, muss scheiden. Rasch tritt der Tod an den Menschen heran. Das bestätigen uns diese 3 offenen Gräber. Möchten auch wir, die Lebenden, diese Wahrheit allezeit beherzigen. Dies sei unser Gelöbnis. Darum richten auch wir unser Leben und unser Wirken allezeit so ein, dass der Herr über Leben und Tod auch uns jederzeit, es sei heute oder morgen, zurufen kann, bis hierher und nicht weiter, tue Rechnung in deinem Haushalte. Wohlaus, wenn auch uns dann, wie diesen Entschlafenen, das Zeugnis ausgestellt werden kann, ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenige getreu gewesen, kehr ein zu deines Herrn Freude. Amen. Im Anschluss an die Rede des Pfarrers legten Vertreter der 3 Arbeitgeber der Verstorbenen, der Tuchfabriken Gebrüder Haas, J.J. Marx und Hartmann Botzong, Kränze nieder. Im Nachruf auf Wilhelm Elsässer, Werkmeister bei Gebrüder Haas, heißt es in der Lambrechter Talpost vom 13. November 1923: Wir werden dem Verstorbenen, dessen tragisches Geschick wir aufs Tiefste bedauern, jederzeit ein ehrendes Andenken bewahren. Im Geschäftsalltag, in unserer hektischen Zeit, gehen solche Versprechen oft verloren, ebenso wie das Wissen um Geschehnisse aus der Vergangenheit. Soll man überhaupt zurückblicken oder sich nur mit der Gegenwart oder der Zukunft beschäftigen? Mich hat ein sowohl als auch am meisten überzeugt. Und wer könnte dies besser zum Ausdruck bringen als unser Pfarrer, der sich Tag für Tag mit den Fragen des Lebens beschäftigt? Wir sind heute im Jahr 2023. 100 Jahre nach dem Separatistenaufstand mit den Opfern, die es damals auch auf beiden Seiten gab. Was könnte der Grund sein, heute noch einmal zu erinnern an die Ereignisse von damals, von vor 100 Jahren hier in Lambrecht? Ist es nur eine Geschichte um der Geschichte willen? Ist es nur ein Betrachten der Historie, um zu wissen, was damals war? Oder gibt es vielleicht auch heute Erkenntnisse, die für unser Leben maßgeblich sein könnten? Ich glaube, wenn wir heute in die Regionen dieser Welt gucken, dann wird uns jeden Tag Krieg und Schrecken vor Augen geführt. Jeden Tag fallen Opfer, jeden Tag gibt es Tote durch Waffen, durch kriegsähnliche Zustände, durch Kriege. Es kann nicht spurlos an uns vorübergehen, auch wenn wir vielleicht in unserem Lambrecht hier in Deutschland in einem äußeren Frieden leben, hat es für uns auch was zu sagen, sowohl die Erinnerung an das Geschehen hier bei uns von vor 100 Jahren, als auch den Blick in die vielen Kriegsgebiete dieser Erde. Friede ist was immer im Kleinen anfängt,
Friede kann, glaube ich, nur in einem Selbst wachsen, in einem Selbst letztlich auch Frucht bringen. Es kann vielleicht eine Lehre sein, wenn man auf die Geschichte blickt, sich selbst in den Blick zu nehmen. Wo sind meine, in Anführungszeichen, Kriegsschauplätze? Was kann ich tun, um in Frieden zu leben mit mir, mit meiner Umwelt, auch mit der größeren Umwelt? Was kann ich tun, um auch in den Kriegsgebieten den Frieden voranzubringen? Es gibt den ein oder anderen Baustein dafür. Und natürlich auch, wie schon damals Pfarrer Alexander es in seiner Grabrede gesagt hat, der Blick auf die vielen Opfer, auf die vielen Kriege, lehrt auch immer wieder das Leben. Jetzt, heute, an jedem Augenblick, gerade zur Zeit, merken wir, wie brüchig vielleicht auch Friede sein kann, auch bei uns Friede sein kann. Leben wir den Tag, leben wir den Frieden in uns, in unserer Umwelt, in dem, was wir zu verantworten haben und in dem, was wir zu gestalten haben. So viel für heute aus Lambrecht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video in Satyola, immer neu am ersten Montag des Monats. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und egal, ob Sie Planer, Einkäufer oder Fachmann vor Ort sind, oder ob du Schüler, Azubi oder Student bist oder einfach nur Interesse an Technik oder Geschichte hast. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Bis bald.